Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute im Video, in dem ersten Video dieser neuen Videoreihe von mir, geht es ums Thema erste Bestellung bei Stampin' Up. Ich weiß oder ich kann mich erinnern, wie das bei mir war, als ich den ersten Katalog von Stampin' Up bekommen habe, war ich erstmal ein bisschen erschlagen von den vielen, vielen tollen Produkten und ich habe gedacht, ich brauche alles. Ohne das kann ich alles gar nicht basteln und das erste Video jetzt dazu ist einfach so die Grundlage, was man braucht. Ich gebe euch ein paar Tipps, ein paar Tricks und ich habe mich sehr beschränkt auf verschiedene Produkte. Und die Videos, die in dieser Videoreihe jetzt noch folgen werden, die kommen jetzt demnächst, die werden dann Kartenideen sein mit genau den Sachen, die ich euch im Video jetzt empfehle. Und das ist vielleicht ganz spannend, weil man da ganz viele verschiedene Kartenformate sieht. Also ich zeige euch da unterschiedliche Kartenformate, ich zeige euch verschiedene Tipps und Tricks, ich zeige euch verschiedene Themen, also jede Karte ist für ein anderes Thema. Und ja, das war für mich auch total spannend, mal mit so, ich sag mal, wenig Material zu arbeiten. Man musste sich nicht überlegen, welche Farbe kombiniere ich, das erzähle ich gleich noch. Aber diese Videos werden auf jeden Fall die nächste Zeit online gehen. Ich verlinke sie euch, wenn sie schon online sind, hier oben unter dem weißen i. Und dann könnt ihr da mal gucken, was man da Tolles zaubern kann aus diesen Produkten. So. Wichtig ist auch, ich habe schon mal ein Video zum Thema erste Bestellung gemacht von Stampin' Up, das kann ich euch jetzt auch mal hier oben verlinken. Da habe ich euch auch ziemlich viele Sachen gesagt, die ich euch jetzt auch empfehle. Ein paar Sachen sind anders, einfach weil sich die Produkte geändert haben. Also ich wollte euch jetzt natürlich mal ein Video machen mit aktuellen Produkten und genau, deswegen jetzt ein neues Video. Und ich mache ein paar Sachen anders, aber grundsätzlich hat sich zu dem alten Video nicht viel geändert. Also es sind immer noch Tipps drin, wo ich wieder so empfehlen würde und genau. Von dem her starten wir jetzt einfach mal los mit der Grundausstattung. Und ich habe mir halt die Gedanken so gemacht, dass ich, wenn jetzt wirklich jemand noch gar nie was mit Stampin' Up gemacht hat oder grundsätzlich gebastelt hat, was ist dann so die Sachen, wo ich immer benutze, wo ich wirklich wichtig finde und was ich euch empfehlen kann. Und das ist jetzt erstmal das Grundpaket sozusagen. Und wirklich das Allerwichtigste beim Basteln für mich ist definitiv der Papierschneider. Und wir haben ihn jetzt endlich wieder im Sortiment. Ich habe ihn schon vermisst und deswegen hat das Video auch ein bisschen gedauert. Ohne Papierschneider wollte ich euch das nicht empfehlen, weil ein Papierschneider ist für mich das Allerwichtigste beim Basteln. Natürlich Kleber und Schere, aber im Prinzip ist das wirklich mein Heiligtum. Und diese Papierschneider, also ich halte euch immer die Bestellnummern so ein bisschen rein, dass ihr die habt oder ich schreibe sie euch rein, je nachdem. Dieser Papierschneider kann schneiden und falzen in einem. Man kann diese Klingen auch ganz einfach ausbauen. Hier unten ist da extra so ein Feld, wo man es hochziehen kann. So, und die kann man dann austauschen und wieder einhängen. Und genau. Also ich finde den echt super und kann euch den wirklich empfehlen. Und das ist für mich einfach das Grundmaterial zum Basteln. Ich habe euch das Ganze auch so ein bisschen aufgelistet. Also ich bin jetzt auf eine Bestellung von 212 Euro gekommen. Man darf sich dann auch noch Shoppingvorteile aussuchen und so. Das erkläre ich alles so im Video. Aber der Papierschneider ist wirklich auf Platz 1 meiner Empfehlung. Eine Schere. Ich habe jetzt nicht die Schere von Stampin' Up genommen, sondern einfach eine Schere, die ich einfach im Haus habe. Mit der bastle ich total gerne. Wenn ihr überhaupt keine Schere habt, dann könnt ihr auch bei Stampin' Up schauen. Ich hole jetzt mal schnell den Katalog hier. Also das ist der aktuelle Hauptkatalog. Auf den habe ich mich beschränkt. Und ganz hinten gibt es eben die Materialien auch. Und da kann man sich auch eine Schere aussuchen. Hier sind die Kleber, das halte ich gleich mal ein. Und hier ist die Papierschere. Also die kostet 12 Euro, das ist aber eine kleine Schere. Ich finde es immer ganz praktisch, wenn die Schere groß ist, damit man auch größere Sachen ganz gut schneiden kann. Genau, also wäre auf Seite 189 im Hauptkatalog. Wenn ihr noch einen Katalog braucht, dann könnt ihr den einfach hier oben unter dem weißen i anfordern. Genau. Ich möchte euch auch eigentlich Sachen zeigen, die ich hoffe, dass die jetzt auch wirklich auf Dauer im Sortiment sind. Bei dem Stempelset, das ich euch nachher zeige, weiß ich natürlich nicht, ob das wieder ausgetauscht wird. Die Produkte von Stampin' Up, die sind ja nicht für immer bestellbar, sondern immer einen gewissen Zeitraum. Und genau dieser Katalog, der gilt jetzt eben noch bis Juni 2020. Aber die Sachen, die ihr jetzt hier seht, das sind so Grundmaterialien, die hoffe ich immer im Katalog bleiben. Okay, dann was ich wirklich auch dieses Mal empfehle, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, nicht gemacht, das ist der Papierfalter. Das wäre die Bestellnummer. Der Papierfalter habe ich am Anfang gedacht, das brauche ich nicht unbedingt. Weil ich kann ja das auch mit dem Finger nachknicken.
Aber ich habe gemerkt jetzt über die Jahre, ich brauche den immer. Ich brauche den wirklich bei jeder Karte, benutze ich den Papierfalter und da ist wirklich der richtig toll. Ich hatte auch mal einen, der bei diesen, es gibt auch diese Envelope Punch Boards oder so, also diese, wo man Umschläge gestalten kann oder andere Boards. Da sind ja auch immer so Faltstifte dabei. Das habe ich am Anfang benutzt, das kann man auch ohne weiteres machen, aber ich habe es gemerkt, dass ich den wirklich, ich benutze jetzt immer nur noch den und ja, ich benutze den wirklich bei jeder Karte, deswegen habe ich ihn jetzt zu meiner Grundausstattung dazu getan. Dann, was auf jeden Fall auch in die Grundausstattung gehört, sind Kleber. Also, und zwar habe ich mir jetzt hier rausgesucht einmal die Dimensionals. Das sind Abstandsklebepads. Ich zeige euch die mal. Ich hoffe, ihr seht die gut. Das sind eben Abstandspads, die man unter jedes Etikett oder so kleben kann, die dem Ganzen einfach Dimension geben. Und das ist auch was, was ich wirklich bei jeder Karte verwende. Und da gibt es verschiedene Größen. Es gibt einmal diese ganz kleinen Mini-Pads und einmal diese großen. Ich klebe euch das jetzt mal nebeneinander, dass ihr den Unterschied seht von der Größe. Und ich empfehle euch jetzt einfach die großen, weil man kann die natürlich auch mit der Schere einfach zuschneiden. Man hat hier auch so Randstücke, die man einfach klein schneiden kann und dann braucht man jetzt die kleinen nicht unbedingt, sondern da kommt man mit den großen super hin. Aber ihr müsst natürlich wissen, dass es auch kleine dazu geben würde. Die Kleber findet ihr im Moment auf Seite 183 im Katalog. Die sind jetzt hier unten drauf. Und was ich auf jeden Fall noch als Grundkleber immer benutze, ist der Flüssigkleber. Den halte ich euch auch mal so ins Bild. Also das ist eben mein einziger Flüssigkleber und den benutze ich wirklich auch immer und eigentlich bei jeder Karte, glaube ich. Also bei den meisten Sachen benutze ich den. Den könnt ihr auch zum Beispiel verwenden, wenn ihr Verpackungen machen wollt. Der hat hier vorne eben so eine ganz feine Spitze. Und hinten hätte er auch noch eine breite Spitze. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich benutze die gar nicht. Ich benutze immer die andere Seite. Das werdet ihr auch in meinen Videos so sehen. Und damit komme ich super zurecht. Und wie gesagt, bei Verpackungen könnt ihr den nehmen oder vielleicht sogar auch das Abreißklebeband. Aber ich habe mich jetzt wirklich auf den Flüssigkleber beschränkt, weil der einfach auch total festhält. Man muss den halt nur ein bisschen zusammenhalten, dass das, was man zusammenklebt, auch anziehen kann und dann ist der fest. Okay, also diese beiden Sachen, die verwende ich wirklich auch die ganze Zeit und finde das wirklich wichtige Grundmaterialien. Und dann habe ich mir jetzt noch ausgesucht die Glue Dots. Das sind so kleine Mini-Klebepunkte. Ich zeige euch die jetzt mal. Ihr seht die jetzt hoffentlich gut in der Kamera. Ich habe mir die ausgesucht, weil ich euch ein Garn empfehlen werde, ein silbernes Garn. Ihr werdet das auch in den Beispielen sehen. Ich benutze das immer total gerne. Und zwar nehme ich das Garn immer und wickel mir das ein paar Mal um die Finger und habe dann somit einen schönen Effekt auf der Karte. Ich zeige euch gleich mal ein Beispiel. Ich zeige euch das jetzt mir mal hier an diesem Beispiel. Also das ist auch eine Karte, die wir zusammen basteln werden. Und hier seht ihr im Hintergrund dieses Garn und ich finde, das ist einfach eine ganz zarte Feinheit auf jedem Projekt, die sich unglaublich gut macht. Und erst wollte ich es nicht reintun in diese Grundausstattung und dann habe ich mir gedacht, nee, ohne geht's nicht. Für mich ist das wirklich eine tolle Sache und deswegen habe ich mich auch für die Klebepunkte entschieden, weil man die einfach mit dem am besten befestigen kann. Und die Klebepunkte benutze ich auch für alle anderen kleinen Stanzteile, für kleine Blüten oder was auch immer. Also die sind einfach total super und deswegen kommen die auch tatsächlich in mein Grundpaket hinein. Okay, dann ja, kann ich es ja gleich sagen. Also das ist eben das silberne Garn. Kann ich euch auch mal die Bestellnummer ins Bild halten. Bei den anderen Sachen, also bei den Klebern, die Bestellnummern findet ihr auch in der Infobox unter dem Video. Oder ich blende sie ein, mal gucken. Genau, und das ist eben hier dieses silberne Garn. Das ist jetzt noch verpackt. Ich zeige es euch mal, schon ziemlich aufgebraucht hier. Das ist wirklich ganz, ganz fein und dünn. Und es ist so ein bisschen stabiler als ein Faden. Also ich habe es auch versucht mit dem Faden zu machen, aber das ist nicht so schön wie mit diesem silbernen Garn. Genau, und das ist auch nicht teuer. Das fand ich wirklich eine gute Sache zum Grundpaket noch mit dazu. Und was dann natürlich auch nicht fehlen darf, sind noch ein paar Accessoires. Also es gibt Strasssteine, das sind diese hier, die funkeln und glitzern und Perlen. Und da müsst ihr einfach entscheiden, was euch besser gefällt. Ich habe mich jetzt für dieses Video, also die sind auch gleich teuer, die kosten gleich viel. Ich habe mich jetzt für die Perlen entschieden, für die ganzen Videos, die kommen. Die sind einfach noch ein bisschen eleganter und zum Beispiel fürs Thema Hochzeit sehr gut geeignet. Oder nochmal an der Beispielkarte seht ihr die. Die sind einfach schön. Ganz fein, passen auch super auf die Blüte vorne drauf. Die haben ja auch verschiedene Größen, also ganz große, mittelgroße und kleine. Ist auch bei beiden gleich. Wenn ihr sagt, ich brauche unbedingt ganz viel Glitzer, dann müsst ihr natürlich die Strasssteine nehmen. Aber ansonsten, ja,
Also das ist einfach Typsache, was einem besser gefällt oder man nimmt beides. Aber prinzipiell habe ich jetzt eins mal ins Grundpaket reingepackt. Und was dann noch ganz wichtig ist, für jeden Stempel, den ihr kaufen könnt, also für ein Stempelpaket, ich nehme jetzt einfach mal irgendeinen Stempel hier raus, braucht ihr natürlich einen Stempelblock. Ihr klebt euch das nämlich da drauf und könnt dann auf euer Papier abstempeln. Und deswegen sind diese Stempelblöcke auch sehr wichtig. Und dazu möchte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Und zwar habe ich mich jetzt hier für zwei Größen entschieden. Einmal ist es der Block in C und einmal ist es der Block in E. Die Stempelblöcke findet ihr im aktuellen Katalog auf Seite 182 neben den Klebern. Die seht ihr jetzt hier oben. Also da gibt es ganz verschiedene Größen. Und zum einen würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall einen großen Stempelblock zu nehmen, wo ihr wirklich mehr drauf bekommt. Das erkläre ich euch auch gleich noch beim Stempelset, das wir uns aussuchen oder das ich mir jetzt ausgesucht habe. Und trotzdem auch einen kleineren. Natürlich könnt ihr jetzt natürlich auch kleine Sprüche da drauf machen. Das geht natürlich, aber ich nehme jetzt mal einen kleinen Spruch aus dem Set. Zum Beispiel, dass ich liebe dich hier. Das ist ja wirklich ein ganz kleiner Stempel. Und wenn ich den aber mit so einem großen Stempelblock erstmal in mein Stempelkissen tauchen muss und dann auf mein Papier, habe ich einfach keine. Ihr seht es, das kann ganz gut wackeln. Das ist einfach viel schwieriger, mit so einem großen Stempelblock da drauf zu stempeln. Und deswegen empfehle ich euch immer auch noch einen kleineren, weil da habt ihr das nicht so krass. Also da habt ihr viel mehr Gefühl und könnt es viel einfacher stempeln. Deswegen finde ich zwei Stempelblöcke auf jeden Fall als Grundausstattung sehr wichtig. Und was ich euch jetzt eben zeigen wollte, beim Stempelset, das kommt jetzt gleich. Ich räume das mal kurz auf die Seite oder ich zeige euch jetzt mal die Kostenauflistung. Ich weiß nicht, ob ich sie hier hinschreibe. Vielleicht noch mal schöner für euch. Wir sind jetzt bei diesem Gesamt, bei dem, was ich euch empfohlen habe, also bei allem, was da liegt, eben nur einmal von Perlen und von Strasssteinen, liste ich euch das jetzt hier mal auf, was das so kostet. Genau, also das ist so die Grundausstattung, alles, was man so, ich glaube, für jedes Projekt braucht. Oder ich finde, das ist, für mich ist das die Sachen, die ich wirklich für jedes Projekt gut verwenden kann und womit ich super arbeiten kann. Und zu Teil 2 geht es jetzt ums Papier. Natürlich, ohne Papier kann ich keine Karte gestalten. Und deswegen habe ich mich jetzt für unsere Videos auf ein paar Papiere beschränkt und erkläre euch natürlich auch warum. Also es gibt bei Stampin' Up 4 Farbfamilien. Das sind unheimlich viele wunderschöne Farben und ich finde, man kann sich da ganz schwer entscheiden. Und dann gibt es immer noch die In-Color-Farben. Das sind immer Farben, die für eine bestimmte Zeit gültig sind. Also das steht hier auch dabei, zum Beispiel hier diese In-Color hier oben. Ich nehme euch mal ein bisschen näher hin, dass ihr das besser sehen könnt. Diese In-Color hier oben sind jetzt von 2019 bis 2021 und diese hier unten von 2018 bis 2020. Wichtig ist zu wissen, wenn ihr euch die aussucht als Farbe, dass ihr die eben nur in einem bestimmten Zeitraum bekommen könnt. Ihr könnt dann natürlich auch die kleinen Nachfüllfläschchen dazu bestellen, ganz klar. Aber es kann halt sein, wenn jetzt zum Beispiel ich 2021 noch die Farbe Kussrot gerne hätte, dass es die dann eben nicht mehr gibt. Also die gibt es wirklich nur in einem bestimmten Zeitraum. Und deswegen, wenn ihr euch für diese Farben entscheidet, würde ich euch immer empfehlen, gleich die Nachfüller dazu zu nehmen. Oder ihr macht so wie ich jetzt im Video. Ich habe mich jetzt entschieden für drei Farben insgesamt und zwar für Farben aus diesen Kollektionen, also aus diesen vier Farbfamilien. Man hat die Neutralfarben, die Signalfarben, die Pastellfarben und die Prachtfarben. Und aus diesen vier habe ich mich jetzt entschieden für das Video, weil man einfach dann viel länger die Bestellmöglichkeit hat auf diese Farben. Die bleiben im Sortiment und die anderen verlassen eben das Sortiment. Deswegen, wenn ihr in 3 Jahren sagt, ich brauche aber jetzt unbedingt noch Savanne als Nachfüller oder das Stempelset, also das Stempelkissen nochmal, dann habt ihr die Möglichkeit, das nochmal zu bestellen. Und da ist es so, die Namen sagen es ja schon ein bisschen, so Neutralfarben. Ich habe mich jetzt für eine Grundfarbe entschieden. Das ist eine Farbe, mit der ich alle Karten gestalten kann. Und meine Grundfarbe ist eben aus den Neutralfarben. Und zwar habe ich mich jetzt hier für Granit entschieden. Im letzten Video habe ich mich für Savanne entschieden. Da habe ich noch ganz viele Karten mit Savanne gemacht. Das geht natürlich auch. Aber ich wollte euch hier jetzt eine große Auswahl an Karten zeigen, die man mit diesen Sets, mit diesen Produkten, die ich euch jetzt empfehle, zeigen kann. Und da ist auch unter anderem eine Trauerkarte dabei. Und deswegen habe ich mich für Granit entschieden, weil man das natürlich auch als Trauerkarte verwenden kann. Und
Savanne wäre mir jetzt da ein bisschen zu warm gewesen dafür. Aber wenn ihr lieber sagt, zum Beispiel Savanne oder Saharasand oder Schiefergrau, egal, irgend so eine Grundfarbe, die man sich da aussucht, die einem gut gefällt, als Kartenbasis oder auch als Aufleger, ist halt da einfach gut geeignet, eine Farbe aus den Neutralfarben zu nehmen. Deswegen habe ich mich jetzt hier für Granit entschieden. Und Granit, was ich euch da noch erzählen wollte kurz ist, also ihr habt hier immer die Bestellnummern für den Farbkarton. Die Farben haben normalerweise 24 Bögen. Außer das Flüster, weißt du, dem kommen wir gleich noch, das hat ein bisschen mehr. Man kann hier auf der rechten Seite noch schauen, möchte man das gerne in A4 haben. Also hier hat man die Bestellnummern für die eine Farbe. Also ich bestelle jetzt zum Beispiel Granit mit dieser Bestellnummer und habe 24 Bögen für 10,50 € nur Granit. Alle in Granit. Wenn ich aber so eine Mischung aus allen Farben haben möchte, aus dieser ganzen Farbfamilie, kann ich hier die Bestellnummer verwenden. Habe da 20 Bögen, A4 Farbkarton in den Neutralfarben, also in allen Farben, und das sind von allen Farben zwei Papiere in dem Paket. Das ist vielleicht ganz interessant für die zweite Farbe, die ihr euch aussucht. Und zwar habe ich jetzt so gemacht, ich habe mich jetzt für Calypso entschieden. Das ist eine Farbe aus den Pastellfarben, aus diesem Bereich hier. Die sagen mir einfach schön zu. Und ich wollte natürlich auch eine Hochzeitskarte zeigen und deswegen wollte ich auch ja, eher so eine rötliche Farbe haben. Und ich finde, Calypso ist einfach eine schöne Grundfarbe. Und da könntet ihr es jetzt zum Beispiel so machen, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt auch eine Babykarte gestalten, dann könntet ihr ja zum Beispiel auch die komplette Pastellfarbenkollektion nehmen. Diese Bestellnummer ist dann hier auf der Seite. Und könntet dann sagen, ich möchte Babykarten für Mädchen und Jungen gestalten und habt dann hier die Möglichkeit, auch Mädchenfarben und Jungenfarben auszuwählen. Ich habe es jetzt so gemacht, für unser Video habe ich jetzt nur das Calypso gewählt, also diese 24 Bögen Calypso. Und dann vielleicht noch eine ganz gute Info, es gibt noch Basisfarben, die sind hier unten. Und Basisfarben sind die Farben wie Flüsterweiß, Vanille pur und Schwarz. Und wenn ihr die bestellen wollt, dann habt ihr hier die Bestellnummern. Und das ist eben so, bei dem Flüsterweißpapier sind 40 Bögen drin, genauso wie beim Vanille pur. Nur beim Schwarz. Es ist gerade schwierig für mich, euch das einzufangen. Nur beim Schwarz sind 24 Bögen drin, genau. Das Flüsterweiß kostet auch ein bisschen mehr. Das kostet 11,95, ich meine 11,75. Aber es sind eben 40 Farbbögen da drin. Wenn ihr jetzt sagt, wie ist denn der Unterschied zwischen Flüsterweiß und Vanille pur und was ist Flüsterweiß überhaupt? Das zeige ich euch mal ganz kurz. Also Flüsterweiß ist die Farbe, mit der ich im Prinzip alles arbeite. Und Vanille pur ist eben noch ein bisschen mit so einem gelblicheren Ton. Jetzt zoome ich euch nochmal ein bisschen raus. Also so, ich mache alles auf Flüsterweiß, aber Vanille pur wäre zum Beispiel eine milde Farbe für eine tolle Kombination, vielleicht auch für Vintage-Karten oder so ist das ganz gut geeignet. Aber wie gesagt, Flüsterweiß ist jetzt meine Grundfarbe, auf der stemple ich alle Sprüche. Da kann man richtig schöne Stempelabdrücke machen und das ist einfach ein ganz tolles Papier. Müsst ihr unbedingt ausprobieren, das ist nicht so wie normales weißes Papier. Aber ich habe noch eine Sache vergessen. Muss ich ganz kurz nochmal blättern. Es gibt nochmal Papier und zwar auf der Seite Nummer 169 in diesem Katalog. Da gibt es Farbkarton Seidenglanz. Das ist nochmal ein weißes Papier mit einem ganz leichten Schimmer. Das ist super zum Kolorieren. Es gibt Vanille pur und Flüsterweiß in extra stark. Das sind diese hier. Die Vanille pur und Flüsterweiß sind hier nochmal aufgeführt. Und es gibt das Ganze auch in großem Papier. Das wollte ich vorher eigentlich auch noch sagen. Also 12x12 Inch, also 30,5 x 30,5 cm gibt es auch. Könnt ihr in den in den Farbfamilien als Packung kaufen. Also das sind dann wieder zwei von jeder Farbe drinnen. Also 20 Bögen mit zwei in 10 Farben, also immer zwei von einer Farbe. Und 12x12 Inch, also große, gibt es dann natürlich auch. Das findet ihr alles so an der Seite hier, was es dazu gibt. Auch Stempelfarbe und die passende Nachfülltinte und die passenden Marker und so. Also ihr müsst euch das einfach in Ruhe anschauen. Aber so einen Grundüberblick wollte ich euch jetzt in diesem Video mal geben. Hier findet ihr auch Aquarellpapier, Pergamentpapier, das ist so leicht durchschimmernd, buntes Pergamentpapier, Metallicfolien, Glitzerfolien und Glasichthüllen. Also das findet ihr alles noch auf Seite 169. Es gehört eigentlich auch zum Papier dazu. Designerpapier gibt es natürlich auch, eine große Auswahl, da müsst ihr euch einfach austoben. Ich habe es jetzt nicht in den Grundbestellungen mit reingenommen, weil ich in dem Fall machen wir unser Designerpapier selber. Okay, aber lange Worte. Ich habe mir ausgesucht einmal Granit als Grundfarbe, einmal Calypso als Farbaufleger und einmal Flüsterweiß für unsere ganze Stempelbearbeitung. Aber wenn ihr das wollt, könntet ihr natürlich auch eine Farbfamilie nehmen. Hier ist jetzt das Beispiel mit den Prachtfarben. Da sind eben dann von jeder Farbe zwei Papiere drinnen. Gut.
Also das ist zum Thema Papier. Und dann ist ja das Tolle bei Stampin' Up, dass die Farben alle zusammenpassen. Also ihr bekommt alles im gleichen Farbton. Also ich habe die gleichen Stempelkissen in der gleichen Farbe, wie mein Farbkarton ist. Und das ist eben das Besondere. Und deswegen habe ich mir eben hier jetzt wieder zwei Farben ausgesucht, die natürlich in meinem Papier wieder vorkommen. Einmal ist es Calypso und einmal Granit. Das ist diese Nummer, Entschuldigung, ich habe es da noch nicht draufgeschrieben. Als Farben passend zu meinem Papier. Das würde ich euch immer empfehlen, dass ihr da die Farben nimmt, die aufs Papier passen. Und so eine Grundfarbe ist immer super für Sprüche und da finde ich, das Granit passt auch sehr, sehr gut. Und dann noch das Wichtigste, ohne das geht es natürlich auch nicht, ist natürlich ein Stempelset. Und da habe ich mich ehrlich schwer getan, weil im Katalog sind ganz, ganz viele wundervolle Stempelsets. Aber ich wollte für euch ein Stempelset, mit dem ich ganz viele Karten machen kann. Ich zeige euch nachher kurz alle Karten im Überblick und das seht ihr schon, wie viel ihr mit diesem einen Stempelset anfangen könnt. Dieses Stempelset heißt Blühende Worte und da ist wirklich für jeden Anlass was dabei. Was jetzt nicht speziell dabei steht, ist zum Geburtstag, aber zum Beispiel herzlichen Glückwunsch kann man da super verwenden. Mitgefühl, also ihr habt was für Trauerkarten, einen kleinen Gruß kann man verschicken, eine Liebeskarte, ein Hallo, eine Umarmung, eine Kinderkarte. Also es sind wirklich ganz, ganz tolle Sprüche in diesem Stempelset und was auch eben das Tolle ist und was mir wichtig war, ist, dass auch ein paar Hintergründe dabei sind. Ich habe hier einen schönen Schnörkel, ein bisschen Blattwerk und eine schöne Blüte und mit diesem einen Stempelset habe ich es echt geschafft, also ganz viele Karten für euch zu zaubern, die ich euch gleich zeige. Was aber noch ganz wichtig ist und was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, ist die Information. Also das Stempelset ist im Moment... Ich hoffe ja, dass es noch lange im Sortiment ist, aber das ist jetzt im Moment auf Seite 35 im Katalog. Hier seht ihr es nochmal ganz gut. Hier unten. Ich muss dann mal dafür gucken, dass ich euch das gut hinhalte. Und wichtig ist, was ich euch hier zeigen möchte, im Katalog steht hier unten immer noch dabei, was ihr für Stempelblöcke braucht. A, B, C, D, E und G. Und wenn wir uns diese Stempelblöcke jetzt anschauen, ich habe ja nur zwei empfohlen, habe ich mir einfach den größten flächigen Stempel ausgesucht, also den größten, der hier empfohlen wird, ist Stempelblock E und danach kommt G. Und E ist diese Größe und G ist diese Größe für die Schrift. Und dann habe ich mir eben diesen E genommen als größten, den möchte ich nämlich verwenden für meinen großen Hintergrundstempel und auch vielleicht für die Blüte und für das Blattwerk, je nachdem, das kann man dann ausprobieren. Aber den größten, den braucht man auf jeden Fall, also diesen E. Und das ist auch ein schöner großer, mit dem kann man viel machen. Ihr könntet natürlich, wenn ihr noch ein anderes Stempelset dazu nehmt, auch vielleicht auf den F gehen. Der ist noch ein bisschen größer. Aber das müsst ihr gucken. Es kann ja auch sein, dass ihr ein ganz anderes Stempelset aussucht, aber nur zur Erklärung, wie man das am besten zuordnet. Und dann habe ich ja, wie gesagt, noch einen kleineren Stempel genommen. Ich weiß es gar nicht mehr, C oder D? C. Genau, also diesen C habe ich jetzt noch ausgewählt für die kleineren Sachen. Dass man sich einfach mit dem Stempeln leichter tut. Und wichtig ist eben, je nachdem, welches Stempelset ihr euch da aussucht, es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Stempelsets in diesem wundervollen Katalog. Wenn man jetzt zum Beispiel das hier nimmt, das Gänseblümchenglück, da steht jetzt eben auch dabei, man braucht B, C, D, H und G. Und da kann man eben schauen, welcher passt. Es passen ja oft auch mehrere auf einen Stempel, wenn ich den großen nehme zu dem Set, dann noch vielleicht einen kleineren für die Sprüche und dann hat man schon, was man braucht. Genau. Sind auch immer die Maße dabei bei diesen Abbildungen mit den Blöcken und da kann man dann nochmal ganz genau schauen, wenn man sich das so nicht vorstellen kann, mit dem Lineal einfach ein Stück abmessen und dann weiß man ungefähr, wie groß das ist. Okay, und dann habe ich mir noch gedacht, so als letzte Ergänzung, man hat ja viele Sprüche in diesem Set, ist auf jeden Fall eine Stanze, sehr schön. Und ich habe mir jetzt ausgesucht, diese Stanze Etikett für jede Gelegenheit und das passt wirklich gut, das ist wirklich für jede Gelegenheit. Die sieht so aus. Und ich kann euch auch ganz kurz noch mein Kartenbeispiel dazu zeigen. Zeige ich ja eh gleich die ganze Karte. Also hier seht ihr zum Beispiel das Etikett mal ausgestanzt, eben in Weiß und dann noch mit Rot und Granit hinterlegt. Man kann mit diesem Etikett wirklich viel spielen und das zeige ich euch auch in den Videos und deswegen habe ich das ausgewählt. Ich hatte noch ein anderes zur Auswahl. Das habe ich auf dieser Karte verwendet. Das ist es nicht geworden, also man kann diese Karte auch mit diesem Etikett machen und das ist ein bisschen anders, aber ich finde, mit dem hat man einfach noch viel mehr Möglichkeiten. Da zeige ich euch auf jeden Fall ein paar Tricks, wenn wir dann die Karten zusammen basteln. Okay, ja, also das ist so dieser zweite Teil.
Der ist natürlich sehr individuell. Also ihr müsst euch einfach die Farben aussuchen, die euch gut gefallen. Das, was ich euch zeige, sind einfach nur Tipps, zum Beispiel mit der Neutralfarbe. Flüsterweiß würde ich immer dazu tun. Das ist einfach das A und O von einer Kartenstempelei-Basis, würde ich sagen. Und dann eben eine Farbe, die euch gefällt. Oder ihr nehmt diese Farbfamilien. Oder ihr sagt, nö, ich möchte gleich 5 Farben bestellen. Ist ja klar. Also das ist euch komplett frei überlassen. Das, was ich euch heute zeige, ist wirklich nur der kleinste Rahmen. Genau. Und eine Stanze, die euch gefällt, diese Stanze kann halt eben noch ein bisschen mehr als nur dieses eine Etikett und deswegen habe ich diese Stanze ausgewählt, aber es gibt natürlich ganz viele wunderschöne Stanzen im Katalog. Ich kann euch auch noch mal kurz die Seitenanzahl zeigen. Und zwar geht es los mit den Stanzen ab Seite 186 in diesem Katalog. Die sind meistens immer im hinteren Bereich der Kataloge. Also wenn der Katalog nicht mehr gültig ist, wenn ihr das Video seht, meistens sind die Stanzen ein bisschen im hinteren Bereich. Vorne kommen immer die Stempel. Die ganzen Stempelsets, die es gibt und die passenden Sets dazu, also zum Beispiel Stanzformen dazu oder so ganze Sets gibt es natürlich auch, wo dann wirklich alles dabei ist mit Papier und allem Möglichen. Und hinten sind so eher die Arbeitsmittel. Also da hat man dann eben den Papierschneider zum Beispiel, die Farben, die Designerpapiere, Bänder, Glitzis, genau. Hinten nochmal andere Zubehörsachen, die zum Kolorieren oder zum Embossen ganz toll sind und das ist meistens eher so im hinteren Bereich. Dann kommen nochmal alle Stanz- und Prägeformen und hinten kommen noch so Gastgebersets meistens. Genau. Ja, also das ist jetzt so mein ganzes Grundempfehlungsmaterialpaket, wenn man es ganz klein haben will. Man kommt jetzt, wenn man das alles so bestellt, wie ich es jetzt mal aufgeschrieben habe, auf einen Bestellwert von 212,50 €. Und dann ist es so, man darf sich ab einem Bestellwert von 200 € immer noch was aussuchen, und zwar die sogenannten Shopping-Vorteile. Da zeige ich euch jetzt mal noch die Seite. Das steht immer in so einem kleinen Kasten, auch meistens am Ende vom Katalog. Und zwar steht da immer Partyumsatz. Nur für Gastgeberinnen. Also Partyumsatz heißt, wenn man einen bestimmten Bestellwert hat. Aber das heißt nicht, dass man unbedingt eine Bastelparty machen muss. Ich zoome euch mal ein bisschen näher hin, dann wackel ich nicht so. Also hier sieht man, wenn man den bestimmten Bestellwert erreicht, in dem Fall 200 € bekommt man 10% Shopping-Vorteile. Bei 375 € sind es 12%, bei 550 € 14% und ab 725 € 16%. Ab 550 € bekommt man noch einen Artikel zum halben Preis. Egal was aus dem Katalog, gibt es da zum halben Preis. Man muss natürlich bedenken, dass dieser halbe Preis natürlich noch zum Preis dazukommt. Also 550 € plus Versandkosten plus dieser Artikel zum halben Preis. Also wenn irgendein Produkt 60 € kostet und es kostet dann 30, dann sind es eben 580 € plus 5,95 € Versand. Genau. Aber der Punkt ist, wir haben jetzt einen Bestellwert von 200 € erreicht und dürfen uns jetzt noch für 10%, also für 20 € was aussuchen. Mindestens 20 €. Unser Bestellwert ist ja ein bisschen höher, der ist ja bei 12. Bei 212,50 €. Das heißt, wir dürfen uns für 21,25 € noch was aussuchen. Und ich habe das jetzt komplett freigelassen, weil man kann da einfach das nehmen, was einem noch gefällt. Wenn man sagt, ich brauche noch mehr für die Grundausstattung und man nimmt sich noch irgendeinen Stempelblock dazu, wenn man sagt, ich möchte noch eine weitere Stempelfarbe oder so, oder ich möchte Designerpapier dazu haben, oder ich habe einen bestimmten Anlass, für was ich als erstes basteln möchte. Ich habe es ja jetzt so gehalten, dass ich für möglichst viele Anlässe basteln kann. Wenn man aber sagt, ich möchte bestimmte Babykarten machen oder bestimmte Hochzeitskarten, dann nimmt man sich natürlich eher ein Set aus dem Katalog noch dazu oder sucht sich das gleich so aus, dass das halt für dieses Thema passt. Genau. Also, nur dass ihr wisst, okay, cool, ich kann mir auch noch was aussuchen, wenn ich 200 € erreiche. Ich hoffe, ich habe alles Wichtige gesagt. Wenn ihr natürlich was bestellen wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne über mich machen. Ihr könnt mir einfach eine E-Mail schreiben an babsisbastelwerkstatt@gmail.com oder ihr schaut mal auf meiner Internetseite vorbei, www.babsis-bastelwerkstatt.de. Da habe ich ein Bestellformular. Wenn es noch Platz hat, dann kann ich sie oben auch verlinken und da könnt ihr dann auch alle eure Daten eingeben und alle eure Wünsche. Und es gibt zu einem bestimmten Zeitpunkt vom Jahr immer auch Aktionen, zum Beispiel von Januar bis März. Da gibt es immer die sogenannte Celebration. Da kann man sich dann zusätzliche Produkte aussuchen. Und es gibt auch übers Jahr verteilt immer verschiedene Aktionen von Stampin' Up. Und wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, dann weise ich euch da auf jeden Fall immer drauf hin. Also auf meiner Webseite findet ihr immer alle aktuellen Informationen. Aber wenn ihr dann eine E-Mail geschrieben habt zum Beispiel und diese Aktion nicht mitbekommen habt sozusagen, dann bekommt ihr von mir immer noch eine persönliche Nachricht und ich schreibe euch dann Hinweise. Ich gucke auch immer noch mal über eure Bestellung drüber. Wenn mir was auffällt, dann schreibe ich euch das auf jeden Fall auch. Und von dem her, genau,
Wenn es, wie gesagt, irgendwelche aktuellen Aktionen gibt, dann werdet ihr da von mir auf jeden Fall informiert. Und dann zeige ich euch jetzt einfach noch alle Karten, die ich damit gebastelt habe und die so in den nächsten Tagen oder Wochen, je nachdem, wie sie online gehen, auf euch einprasseln. So, und dann fangen wir mit dieser Karte an. Wie gesagt, wir basteln das dann natürlich mit dem Etikett, das ich euch empfohlen habe. Das ist jetzt hier noch ein anderes, aber die Karte wird so aussehen. Das ist also eine Trauerkarte, die wirklich mit diesem Stempelset gestaltet worden ist und wieder nur in diesem Farbkonzept bleibt. Dann habe ich mir eine Hochzeitskarte überlegt. Die Ehe ist eine Reise. Und zu zweit ist einfach alles schöner. Dann kommt eine kleine Dankeskarte. Danke von Herzen. Dieses Mal in Kalypso. Eine Babykarte wird das. Da gibt es auch noch einen kleinen Kniff, den ich euch dann im Video zeige. Ihr könnt es natürlich auch als Schmetterlingskarte sehen hier vorne. Aber den Kniff, den zeige ich euch erst in dem anderen Video natürlich. Ihr müsst ja auch gucken kommen. Herzlichen Glückwunsch. Die Welt ist ein schönerer Ort, seit es dich gibt. Schöner Spruch, passt da sehr gut, finde ich. Dann haben wir hier ein ganz anderes Kartenformat. Das ist ein bisschen größer und das ist eher eine Männerkarte, habe ich mir gedacht. Also die ist sehr reduziert gehalten und trotzdem füllt sie dieses große Kartenformat aus. Also wie man sieht, auch eine ganz andere Form und trotzdem in den Farben gehalten und eben mit ein paar Ideen zum Etikett. Und natürlich diese Karte, die finde ich echt wunderschön. Den herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt entweder eine Geburtstagskarte. Die Welt ist ein schönerer Ort, seit es dich gibt. Das passt jetzt gut zum Geburtstag. Andererseits würde das jetzt auch als Babykarte gehen, weil. Oder einfach nur eine herzlichen Glückwunschkarte für jeden anderen anders, die man noch nutzen kann. Und das ist wirklich alles mit diesem einen Stempelset und nur in diesen drei Farben gehalten. Und das fand ich total spannend, ja, wie viel man da rausholen kann. Und ich hätte noch ganz viele weitere Ideen. Also das ist bei weitem noch nicht alles, was man damit machen kann. Aber das soll für euch so ein kleiner Ideengeber sein. Okay, ja, was man damit machen kann und wie vielfältig so ein einziges Stempelset sein kann. Und ja. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf und schaut gerne vorbei, wenn ich euch die Videos nach und nach zeige, wie das alles funktioniert. Wie gesagt, ihr werdet auch in den Videos ein paar Kniffs und Tricks hoffentlich mitbekommen auf euren Weg von mir. Und ja, möchte ich euch auf jeden Fall noch ein paar Sachen zeigen, die einfach sich so ja über die Zeit jetzt bei mir so angesammelt haben, was ich so ein bisschen gelernt habe. Und noch ganz kurz, was ich eigentlich vergessen habe. Und zwar geht es noch mal kurz um die Reinigung der Stempel. Also diese beiden Stempelkissen, die wir jetzt hier haben. Also alle aus den Neutralfarben und aus den Pastellfarben und aus den ganzen Farbfamilien, die sind alle auf Wasserbasis und die kann man einfach mit Wasser reinigen. Und dazu habe ich euch eben in diesem letzten Video einen Trick gezeigt, wie ich mir meine eigene Wasserkiste gebaut habe. Und zwar ist es einfach der Tipp gewesen, dass ich mir einfach mit einer Sprühflasche, aus der gut Wasser rauskommt, also ist nur Wasser drin in dieser Flasche und mit so einer kleinen Schmuckverpackung und da so solchen Schwämmen drin, habe ich mir so eine eigene Waschbox gebaut. Zwei Stück habe ich von dem, das heißt, in dem einen ist nass. Dann gehe ich mit meinem Stempel einfach, wenn da in der Stempelfarbe war, drüber. Erst sprühe ich den ein und dann gehe ich drüber und trockne mir den dann auf der anderen Seite ab. So ganz einfach kann man sich seine Stempel reinigen. Man muss nicht immer zum Wasser rennen, zum Wasserhahn rennen. Und das ist immer noch ein Tipp, den ich euch weitergeben kann. Ich benutze inzwischen das Stampin' Scrub, so heißt es. Also, das ist von Stampin' Up, so ein Reinigungstool. Da kann man auf der einen Seite sieht man hier so Wassertropfen. Das ist diese nasse Seite. Und auf der anderen Seite ist so ein Sonnensymbol hier unten. Das ist die trockene Seite. Das heißt, nachdem ich da gestempelt habe, sprühe ich hier meinen Reiniger oder mein Wasser auf, gehe hier rein und trockne, wasche und trockne das dann in einem ab. Ich mache es inzwischen so, aber ich kann euch für den Anfang auf jeden Fall auch diese selbstgemachte Box empfehlen. Die ist nicht ganz so schön von diesem Fell, das da drauf ist, sage ich jetzt mal, von dem Material, das da drauf ist, aber die funktioniert genauso gut und ihr könnt euch das nach und nach anschaffen oder ihr nehmt es natürlich gleich dazu. Aber das ist eben so der Bereich. Und zum Reinigen ist Wasser auch absolut in Ordnung. Man kann auch noch einen Stempelreiniger dazu nehmen, so einen Pflegereiniger. Aber im Prinzip kann man die super mit Wasser reinigen und das passt dann auch. Genau. Okay, ihr Lieben, dann war es das jetzt von meiner Seite. Wie gesagt, in den Videos noch ein paar Tipps mehr von mir und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.
Wenn euch das Video gefallen hat, genau, mein Abschlussspruch kommt natürlich immer noch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese kleine Glocke und dann werdet ihr immer informiert, kostenlos, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.